Unterschied zwischen Temperatur und Wärme mal rein experimentell zeigen. Dazu nehme ich mal zwei Aluminiumwürfel, ja, die sich nur in der Abmessung unterscheiden. Ja. Also beide Würfel sind aus Aluminium, aber unterscheiden sich eben in der Abmessung. Ja. Der rechte Würfel ist ja größer. So, jetzt fange ich mit dem kleinen meinetwegen an. Den kleinen Würfel, den befestige ich jetzt an ein Stativ. Also ich hänge den hier irgendwie fest. Ja. Festbinden gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den jetzt befestigt. Aber hauptsächlich oder wichtig ist, dass jetzt ein Stativ hier eingebunden wird, dass ich hier Luft habe, ne, zwischen Tisch und, meinetwegen steht es auf dem Tisch, zwischen Tisch und diesen Würfel, dass ich was drunter stellen kann, nämlich eine Wärmequelle. Ja. Kann Bunsenbrenner sein oder ich nehme jetzt mal eine Wärmequelle, die mir hier eine Flamme auf Knopfdruck liefert. Ja. Okay, dann setze ich eine Temperatur fest, ja, meinetwegen 25 Grad oder machen wir 26 Grad Celsius. Raumtemperatur, T-Raum, ist ja 20 Grad Celsius. Man schaut halt erst zuvor, was ist im Raum für eine Temperatur und dann setzt man eine Temperatur fest. Ich setze jetzt 26 Grad Celsius. Ja. Gut, die Flamme hier unten noch nicht, der ist noch nicht eingeschalten. Was ich noch brauche, ist ein Messfühler, also ein Temperaturmessgerät. Ja, das klemme ich mit einer Zange, mit einem Zangengriff auf ein anderes Stativ. Ja, hier steht ein anderes Stativ. So, und hier lese ich dann an dem Display meine Temperatur ab. Ja. Also, ich habe hier eine Temperatur. Natürlich von der Skala her 0 Grad Celsius wird angezeigt, aber 26 minus 20 bei 6 Grad Celsius habe ich dann erreicht, was ich wollte. Ja? Temperaturerhöhung auf 26 Grad Celsius von diesem Würfel. Ja gut, jetzt das wichtigste Element bei dem Versuch, wenn man zeigen will, dass Wärme nicht Temperatur ist, ist diese Stoppuhr. Ja? Okay, also jetzt entweder Bunsenbrenner, dann kurz mal anzünden, ja, und dann gleichzeitig oder so gut wie möglich gleichzeitig mit dem Finger auf die Stoppuhr drücken und den Bunsenbrenner da drunter schieben, ja. Okay, und dann warten, bis hier 6 Grad Celsius erreicht ist. Okay, dann notieren, wie lange das gedauert hat, ja. Also was ich, Würfel klein, Würfel groß, ja, und dann gibt es natürlich ein Ergebnis. Temperatur ist ja konstant, 6 Grad Celsius. Ich beziehe mich aufs Display und dann habe ich hier die Zeit. Ja, und die ist ja bei beiden verschieden dann. Also X und Y. Ja. Ich werde nämlich feststellen, wenn ich jetzt hier, ich wische jetzt nicht in der Skizze rum, stellt man sich jetzt vor, ich tue den kleinen Würfel austauschen und den großen da reinhängen und habe ja dieselben Ausgangsbedingungen fürs Experiment. Ja. Führe das analog durch. Ja. Schau drauf, wann ist 6 Grad Celsius erreicht, dann werde ich feststellen, dass ich hier länger brauche. Ne? Ich muss hier mehr Wärme zuführen. Also mein Ergebnis ist, man wird feststellen, dass der kleinere Alublock, also der hier, dass die Endtemperatur, also 26 Grad oder aufs Display bezogen 6 Grad Celsius, dass die schneller erreicht wird als beim großen Würfel. Ja, und daraus ist ja logisch, dass die Wärme, dass der Begriff Wärme was völlig anderes ist wie Temperatur, ne? Ja. Ich muss hier viel mehr Wärme zuführen, um auf die gleiche Temperatur zu kommen. Ja. Gut, das war mal der Unterschied.